da geht's auch schon weiter. So, und zuerst will ich mal schauen, ob der Pater mir hier neue Magie verkaufen kann. Da gibt's Tornado, Stark, Gift haben wir schon und Schlummer. Tornado klingt doch interessant. Gut, dann bekommt sie noch Schlummer und ich glaube, das war's. Der Plan für diesen Part wird erst einmal sein, mich in der Stadt noch ein bisschen umzugucken und dann noch ein paar Monster verhauen, damit ich ein bisschen Geld kriege und mir die restliche Ausrüstung kaufen kann. So, gehen wir mal hier hinschauen. Hier sieht aus, als würde es was Interessantes geben. Das nix. Sieht aus wie ein Wissenschaftler. Hallo Wissenschaftler. Ganz. Mein Name ist Ganz. Ich will mal der beste Zimmermann der ganzen Welt werden. Was haltet ihr von diesem Haus? Ich arbeite noch daran, aber es sieht schon ganz gut aus, oder? Ja, also ist er doch kein Wissenschaftler, sondern Zimmermann. Da geht's noch nicht rein. Ein Dieb. Aha. Hallo Dieb. Fugo, ja. Halt dir diesen Kerl. Er ist ein Dieb. Was? Wayne, das Mädchen. Hier rüber, kleines Mädchen, es ist gefährlich. Verflixt. Gibt's Kampf, ja. Na nö. Ist er gerade über ihn drüber gehüpft? Er ist ziemlich stark. Wenigstens hat er das Mädchen nicht als Geisel genommen. Ich hatte damit gerechnet, daher war ich überrascht, als er in meine Richtung kam. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, kriege ich ihn. Hey Leute, ihr seht wie Kämpfer aus. Könnt ihr diesen Kerl für mich fangen? Warum fragst du? Habt ihr sein Gesicht gesehen? Ja, ich habe ihm direkt in die Augen geblickt. Er hat viel Gold aus meinem Haus gestohlen. Wenn ihr ihn fangt und mein Gold zurückbringt, gebe ich euch die Hälfte davon als Belohnung. Die Hälfte klingt gut. Papa. Ah, Melissa, alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Fein, fein. Papa muss noch was Wichtiges erledigen. Spiel doch noch ein wenig. Geht klar. Entschuldigt die Unterbrechung. Also macht ihr es? Ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Gut, wir machen es. Wirklich? Ich zähle auf euch. Gut, ich muss wieder nach Hause und die Verluste zählen. Bis dann. Sein Geld scheint ihm wichtiger zu sein als seine Tochter. Wir haben zugesagt, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ja, aber einen Dieb kann man nicht frei rumlaufen lassen, oder? Stimmt. Schauen wir mal, was sagt er? Die guckt hier ganz interessiert in die Ecke. Machen wir mal mit. Nee, dieser Dieb, er ist gar kein so schlechter Kerl. Ich weiß das denn. Ach, egal. Ein Bediensteter? Das hat mich ja so aufgeregt. Mein Herz rast immer noch. Schauen wir mal. Und habt ihr den Dieb schon gefunden? Ich verlasse mich darauf, dass ihr ihn bald erwischt. Sonst muss irgendjemand... Nein, egal. Magiesamen gefunden. Steht hier irgendwas im Buch? Oder im Bett? Nö. Hallo? Etral, ihr müsst jene sein, die mit dem Fangen des Diebes beauftragt worden sind. Bitte fangt ihn so schnell wie möglich. Da gibt's nix. Da gibt's Geisttropfen. Vielleicht die Rüstung irgendwas? Nö. Dann gehen wir mal wieder runter und schauen, was es so links gibt. Hier ist noch ein alter Mann. Wie konnte das Gold meines Meisters nur vor meinen Augen gestohlen werden? Info, alter Text, Sport, Intuition, Erfassung. Ja, kann ich dazu jetzt irgendwas... Sieht nicht so aus. Wunderheilung... In den restlichen Regalen scheint es nicht wirklich was zu geben. Egal, weiter nach links.
Blumentopf hat nix. Kamin auch nix. Finde ich vielleicht was am Bild? Nö. Na? Wenn ich diesen Dieb noch einmal sehe, koche ich eine Suppe aus ihm. Mhm. Da ist eine Kerze auf dem Boden. Ist aber nichts Interessantes drin, dran, drum. Gut, dann schauen wir mal, ob wir den Typen nochmal finden. Wer ist das eigentlich da oben? Geradezu zu Fugos Haus. Ich hätte jetzt mit dem Bürgermeister oder so gerechnet, aber scheint ja nicht an dem zu sein. Was steht hier? Fugo Gedächtnispark. Mhm. Ihr Fugos Haus wurde ausgeraubt? Das hat er verdient. Er scheint wirklich beliebt zu sein. Gehen wir mal hier reingucken. Hallo, manchmal spiele ich mit Melissa, aber sie lässt mich nicht in ihr Haus. Liegt es daran, dass ich arm bin? Man munkelt, dass es einen Keller im Haus von Herrn Fugo gibt. Mhm. Aufwecken. Langsam fange ich an, hier richtig viel zu finden. Das finde ich gut. Schatzdose natürlich schon offen. Hat sich reinschauen gelohnt. Bist du jetzt noch gleich? Der Dieb ist nach Westen zur Solani-Höhle geflohen. Alles klar, dann sagen wir jetzt mal, egal zum Monsterkloppen für Ausrüstung, das kriegen wir jetzt auf dem Weg zusammen. Ein Loch im Boden. Das dürfte denn die Höhle sein, oder? Na, alten Text kochen gefunden, schön, komm mal her. Verdammt. Hm. Bleibst du stehen? Na los, komm jetzt her. Doofe Blume. Hm. Zack. Verdammt. Und jetzt haben wir ihn. Nanu. Das war natürlich so nicht geplant. Was haben wir hier für ein Pflänzchen? Eine Urwaldblume. Schön. Mal gucken, wie viel die aushält. Mehr als ein Schlag, also mehr als eine Runde. Ein Schlag von jedem denn. Oh, das geht. 25 Erfahrungspunkte, kann sich sehen lassen. So, dann schauen wir mal, ob wir den Typen hier irgendwo finden. Zip hier. Sind jetzt alle Dungeons so verwinkelt? Hier komme ich her. Nehmen wir mal hier ein Gespenst. Naja, das ist ja nicht mehr das Problem. Zauber. Licht. Oh, 25 schon. Goldklumpen gefunden. Gut. Nix gefunden, nicht ganz so gut. Und was haben wir hier drinne? Einen kleinen Bumerang? Könnte ich mir zumindest vorstellen, was anderes würde keinen Sinn ergeben. So, wo kommen wir jetzt raus? Ich habe gerade Salami-Höhle gelesen. Komm her. Nein, das war doof. Na nö, der hat mich doch jetzt von hinten erwischt, hätte es jetzt... egal. Na los, du doofe Fledermaus. Ha, Erstschlag. Ach nee, ist ein Moskito. Oder ein Doppelmoskito. Ach ja, die Blutsaugen hier. 30 Erfahrungspunkte. Schön. So, dann schauen wir hier mal rein. Katzenauge gefunden. Vielleicht sollte ich mal Erste Hilfe probieren. Ah, da haben wir noch Moskitos. Die bringen schön viel. Also verhauen wir die. Oh, Moskito und eine böse Urwaldblume, denn Funke geht auf beides und Feuer, darauf sind ja Pflänzchen anfällig, glaube ich. Da.
Autsch. Dann haut er mal zu und Zorn lädt sich ja, soweit ich weiß, selber wieder auf. Also probieren wir mal Erste Hilfe. Auf sich selbst. Ist auch dringend nötig, wie es aussieht. Oh, der geht auf beide. Finde ich gut. Dann ist das Blümchen jetzt dahin. Dem wird der Moskito gleich folgen, aber nochmal Erste Hilfe. Zack, und da ist der Moskito auch weg. Jetzt holen wir uns die Schatztruhe. Noch einen kleinen Bumerang. Und zack. Da erwischt sie auch die Fledermaus und Angriff. Hätte ich jetzt nicht Erstschlag haben müssen? Egal. Sind ja 5. Ich glaube, da lohnt sich gar nicht mehr, die anzugreifen. Auf jeden Fall brauche ich erstmal ein Treppchen nach unten, aber vorher noch den Moskito, den nehmen wir natürlich mit. Na? Jetzt habe ich wieder Erstschlag. Vermutlich wird nur die Wahrscheinlichkeit für den Erstschlag höher, wenn ich von hinten angreife. Und runter. Langsam könnte sich der Dungeon einfach mal dem Ende neigen. Noch ein Katzenauge. Ja, ich weiß, ich habe da jetzt Moskito übersehen, ist mir aber egal. Die Blume lasse ich in Ruhe. Komm mal hier raus. Zip. Ne, auf ein Gespenst habe ich jetzt keine Lust. Nehmen wir die olle Mücke nochmal mit. Daher hilft ja auch kein Vampirismus mehr. Also hin. Schauen wir mal, irgendwo sollte doch eigentlich eine Treppe nach unten sein, oder zumindest... Oh, was ist das? Das schauen wir uns natürlich an. Auch wenn es gefährlich aussieht. Eine Biene. Oh, die kann ein bisschen besser zuhauen. Und verträgt auch ein wenig mehr, wie es aussieht. Aber ich habe ja Zorn. Nee, nicht Zorn, sondern... Oh, toll. Ich wollte sagen, ich habe ja Erste Hilfe, aber... Der hat Freunde. Oh, warte, das kann ja nur Ewigkeiten dauern. So, aber das gibt ja eine schöne Erfahrung, glaube ich. Jetzt habe ich einen Plan. Dann greife ich den rechts an. Autsch. Zack. So, schauen wir mal. Ui. Das war noch nicht ganz meine Absicht. Schauen wir mal. Tornado. Warte mal, wecken. Klingt doch nach einem... Nee, ist noch vermutlich nur so ein einfacher Aufweckzauber. Schmeißen wir mal einen Tornado drauf. Nein. Tasche, kleiner Bumerang, Grillexe, Heiltrank. Nein. Oh, Menno, totale Niederlage. Na wunderbar. Ja, Game Over, ich weiß. Oh, nö. Nö. Toll. Ehrlich nicht, nee, danke. Kein Bock mehr.